Ich bin Lisa Bossmann, Projektsekretärin bei der IGBCE Nordrhein. Und ich finde, das Projekt Arbeit 2020 Plus, vor allem jetzt in der letzten Zeit, was ich begleitet habe, hat gezeigt, dass wir mit der Weise, wie wir hier rangehen, die Herausforderungen, die wir in den Betrieben aktuell haben, sehr gut bearbeitbar macht, weil wir eher raus aus dem Arbeitsalltag und hin zu einer eher thematisch geführten Diskussion gehen, zu gucken mit den Betriebsräten und den Beschäftigten und dann auch mit dem Arbeitgeber, wie wir zukunftsweisende Lösungen für die vielen Herausforderungen haben, die wir aktuell sehen. Die Betriebslandkarte ist dafür ein sehr gutes Tool, ein sehr gutes Werkzeug, um einfach zu gucken, wo sind die einzelnen Punkte in den verschiedenen Abteilungen, die das sehr schön dann auch später darstellen kann, um daraus dann gemeinsam Lösungen anzugehen. Weil das ist oft eine Herausforderung für den Betriebsrat, diese aktiv zu gestalten, weil sie sehr stark in ihren sonst eher problembezogenen und sehr reaktiven Arbeiten bestehen, die einfach durch ihre klassische Aufgabeneinteilung so anfallen. Und so können wir eher aus diesem Troubleshooting rausgehen und ins aktive Gestalten kommen.